Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Die deutsche Cyclocross-Elite traf sich in Fürth zum alljährigen RSC-Querfeldeinrennen. Vormittag traten die Frauen und Junioren an den Start und gaben auf dem anspruchsvollen Kurs ihr Bestes. Bei den Junioren U19 schaffte es Marco König auf Platz 1. Das Rennen der Frauenelite konnte Sabrina Schweizer für sich entscheiden und landete auf Platz 1. Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum Start der Wartung und der Anfang. Natürlich wieder mit von der Partie das Team Gunja um Georg Preisinger, welcher mit 10 Fahrern am Start war. Bei den Senioren 3 und 4 konnte der Gunja-Teamfahrer Marco Großecker das Rennen für sich entscheiden. Bei den Senioren 2 schaffte es Timo Berner auf Platz 1, Matthias Lastowski schaffte es auf Platz 2 und den dritten Platz belegte Ralf Berner. Hans-Peter Schmidt fuhr bei den Senioren Masters auf Platz 4. Und Teamchef Preisinger belegte in der Kategorie Masters den 11. Platz. Spitzen, Spitzen. Aber Spaß hat's gemacht.
Name ist Peter Schmidt. Ich fahre für das Ganja Racing Team bei den Masters, das heißt Senioren ab 41 Jahre. Zum Rennen heute hier in Fürth. Sehr schöner Kurs, muss ich sagen. Sehr technisch, sehr selektiv. Start war okay. Also unter den, sagen wir, unter den ersten drei konnte ich mich da platzieren. Zum Schluss hat es leider nur zum vierten Platz gereicht. Also vierter Platz ist immer ein undankbarer Platz, aber ich meine, was will man machen? Heute war halt nicht mehr drin. Die ersten drei waren halt stärker heute. Hallo, ich bin der Christoph Ambroziak, Fahrer im Ganja Racing Team Elite. Wir haben jetzt in wenigen Minuten Start des Rennens. Der Sven kommt gleich noch in die Ecke gefahren. Und ja, heute wird ein hartes Rennen. Die Strecke ist sehr schnell. Es sind sehr viele gute Fahrer am Start. Letztes Jahr waren wir in Top 10 vertreten. Ich war Sechster. Sven war auch vorne mit dabei. Heute, dieses Jahr wird es schwer. Peter Breslauer am Start. Harte Konkurrenz und es wird sehr schnell. Kategorie Elite stach der Gunja-Teamfahrer Christoph Ambrosiak heraus und konnte den siebten Platz für sich entscheiden.
Sven Kuschler lag anfangs auf Platz 12, fiel dann aber aufgrund eines Defekts hin zurück. In der Kategorie Elite wurde der Stevens-Fahrer Johannes Sigmüller. Den zweiten Platz belegte Fabian Brezensinski. Und auf den dritten Platz schaffte es der Stevens Racing Team-Fahrer Ole Quast. Bei der Laufpassage nicht mehr richtig mithalten. Vor mir hat einer bremst und ich musste absteigen. In der letzten Runde ist es natürlich fatal und musste ich einfach weiter vorne in der Gruppe reinfahren und ja, zumindest unter die ersten 10 fahren. Das war eigentlich schon eher Pflicht. Du warst ja ständig unter die ersten 10. Du warst irgendwo so auf Platz 8, 9 warst du ständig und die anderen, die waren wirklich, die haben immer